So, jetzt greifen wir an. Schicken den Totenkopf-Marienkäfer auf den Friedhof. Dadurch aktiviert sich natürlich der Effekt. Scheiße. Da aktiviert sich noch ein Effekt. Wir kriegen 2000 Lebenspunkte, haben aber jetzt kein starkes Monster mehr. Wegen seiner dämlichen Sakuretsu-Rüstung. Aber wir kriegen weiterhin Lebenspunkte. Sehe ich nur die Frage, ob wir das jetzt noch irgendwie rumreißen können hier. Im Moment haben wir nicht sonderlich viel, was wir machen können. Das Insektenverzilgungsspray, ja, das nutzen wir vielleicht, wenn wir tatsächlich auch mal ein Monster wieder in der Hand haben, was wir danach ausspielen könnten. Das zerstört nämlich alle Insekten auf dem Feld und das bedeutet, im Moment ist zerstört alle Monster auf dem Feld, weil dank unserer DNA-Operation nur Insekten auf dem Feld sind. Ich weiß nicht, was er da für eine verdeckte Karte hat, das ist das Problem. Andererseits, was soll's. Was soll's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und in dem Fall gewinnen wir auch nicht. Aber wir räumen seine Seite vom Spielfeld auf. Das hat ja auch schon mal was. So, können wir eine zweite DNA-Operation vorbereiten. Eine Insektensperre hätten wir auch noch auf der Hand. Das heißt, wenn es ihm irgendwie gelingt, unseren Combo hier zu durchbrechen, können wir den gleich wieder etablieren. Mir gefallen seine verdeckten Karten nicht. Welchen Sinn hat es jetzt gehabt, dieses Monster in den Angriffsmodus zu setzen? Was wollte er damit erreichen? Was wir auf dem Feld haben, haben wir auf dem Feld. Insgesamt geht es hier im Moment nicht so wirklich weiter. Aber wenn wir in dieser Putt-Situation bleiben, dann gewinnen wir. Weil Joey weniger Karten in seinem Deck übrig hat. Aber er hat natürlich den Zeitzauberer. Und vernichtet sich damit selber. Gott, ist der doof. Ja gut, aber er hatte... Na, im Endeffekt, das hätte ihm eh nichts gebracht, ne? Das hätte ihm so überhaupt nichts gebracht. Weil er ja eh nicht angreifen kann. Aber wir können angreifen, das machen wir jetzt auch. Und zwar gleich mit zwei Monstern. Denn er hat keine Monster draußen und unsere Lebenspunkte sind dank unserer Combo sicher. Das heißt, er kann uns höchstens mit irgendwelchen Fallen jetzt gefährlich werden. Wenn er denn irgendwelche nützlichen Fallen da hat. Sieht im Moment nicht danach aus. Nein, ich will die Scheißkarte nicht aktivieren. Boah, ich hätte die nicht ausspielen sollen. Aber andererseits ist es eine Fallenkarte, die hätte ich sonst erst verzögert aktivieren können. Aber gut, kostet ihn 2000 Lebenspunkte. Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Bringt ihm ja nicht wirklich was. Er kann ja trotzdem nicht angreifen. Und ich kriege auch noch Lebenspunkte dafür, wegen meinem Totenkopf-Marienkäfer. Und habe jetzt über 10.000. Ist das nicht schön? Ja, auch mit Gearfreed kommst du nicht durch meine Verteidigung, mein Freund. Das kann natürlich dauern. Ich zerstöre einfach mal prophylaktisch die eine Karte, die er hier gespielt hat. Ein weiterer Grabräuber. Schade. Hätte ich ihm lassen sollen, hätte er sich noch ein bisschen mehr schaden können.
Es wäre schon geil, wenn ich irgendwann auch mal wieder ein Monster ausspielen könnte. Besonders schön wäre es, wenn ich dazu kommen könnte, tatsächlich hier mal meine Riesenmotte zu beschwören. Aber dazu muss ich auch die entsprechenden Karten ziehen. Und da könnte mir der fliegende Kamakiri bei helfen. Wenn ich damit eventuell mir eine kleine Motte oder einen Kokon der Evolution auf die Hand holen kann. Angriff! Oh nein, mein Monster ist zerstört worden. Wie soll ich bloß... Die kleine Motte hat kein Windelement, oder? Naja, gut. Dann nehmen wir die Insektensoldaten des Himmels. Das zieht sich jetzt wieder hin. Das habe ich so nicht erwartet. Werden wohl doch zwei Folgen. Völlig unerwartet. Ich verbrauche da 2000 Lebenspunkte, um unsere Kombo hier zu unterbrechen, die wir dann gleich wieder aufbauen. Der Arme. Bin gespannt, welche Karte er zerstört. Ach. Zerstört auch noch die Karte, die wir gleich wieder herstellen können. Das ist traurig. Hehehe. 2000 Lebenspunkte für nichts und wieder nichts verschwendet, Weevil. Wheeler. Traurig, traurig. Wunderbar. Und gleich schon wieder den Combo vorbereitet. Ja, im Prinzip müssen wir nur noch, warten, bis er keine Karten mehr hat, ne? Wir brauchen sonst eigentlich nichts weiter mehr tun. Ich meine, ich weiß nicht, was für Karten er noch in seinem Deck hat. Vielleicht hat er noch irgendwas, was uns gefährlich werden könnte. Aber im Großen und Ganzen sieht es so aus, als ob wir gewinnen werden. Ich behalte die kleine Motte mal auf der Hand, bis wir einen Kokon der Evolution ziehen. Und dann machen wir uns daran, unsere Riesenmotte zu beschwören. Warum? Weil wir es können. Und weil ich nichts Besseres zu tun habe. Oh, diese Abfragen nerven schon ganz schön. Kakerlakenritter im Angriffsmodus. Wenn der Kakerlakenritter zerstört wird, legt er sich automatisch wieder oben auf unser Deck. Das heißt, damit können wir unser Deck so ein bisschen strecken. Weil ja eine unserer Siegesstrategien tatsächlich ist, dass er keine Karten mehr ziehen kann. Und da empfiehlt es sich natürlich, wenn wir einen möglichst großen Vorsprung haben, was die Karten angeht. Na, zerstört er sich jetzt wieder selber oder zerstört er diesmal uns? Ich enthalte mich jetzt mal eines Kommentars zu dem, was wir da gerade gesehen haben. Jetzt wird's interessant. Ich spiele die kleine Motte im Angriffsmodus. Und aktiviere dann den Effekt des Kokons der Evolution. Das dauert jetzt ein paar Runden. Aber wenn die kleine Motte jetzt lange genug überlebt, 6 Runden, um genau zu sein, dann können wir unsere perfekte, ultimative, große Motte von der Hand beschwören. Und im Moment sieht es nicht wirklich so aus, als ob Joey eine Möglichkeit hat, uns da aufzuhalten. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und bis jetzt funktioniert der hier ja ganz gut. Ich habe nicht mal einen Grund, ihn irgendwie anzugreifen und zu provozieren.
Soll er doch ein starkes Monster rufen, der kann ja eh nichts machen. Na, was beschwört er? Von seiner Hand auf jeden Fall. Also wahrscheinlich der Alligator-Schwertdrache, der unter bestimmten Bedingungen unsere Lebenspunkte direkt angreifen kann. Nur leider ist auch der Alligator-Schwertdrache ein Insektenmonster und kommt nicht durch unsere Insektenbarriere hindurch. Das war ein netter Versuch, Joey. Echt, hat was. So, ich bin fertig. Nächste Runde bitte. Zack, Runde 3. Problem könnte man nur kriegen, wenn er Jinzo ausspielt. Den müsste er theoretisch auch in seinem Deck haben. Das ist so die eine Karte, die uns jetzt hier noch Probleme bereiten kann. Was haben wir hier? Heulendes Insekt. Warum nicht? Bringen wir mal aufs Feld. So, auf dem wievielten, auf der wievielten Runde sind wir? Auf der vierten jetzt, ne? Zwei Runden noch. In zwei Runden kann uns Jinzo scheißegal sein. Wenn er ihn überhaupt im Deck hat. Also rein von der Logik her, rein von der Story her, hat er ihn zu diesem Zeitpunkt. Weil das Duell mit Esperoba vor dem Duell mit Weevil war und im Duell mit Esperoba hat er Jinzo gewonnen. Jinzo, ein Monster, das sämtliche Fallenkarten deaktiviert und verhindert, dass Fallenkarten aktiviert werden können. Also quasi so das eine Monster, was unsere Combo hier total durchbrechen kann. So, und jetzt aktivieren wir nochmal unsere Parasiten-Combo. Dann haben wir nämlich noch eine zweite Möglichkeit, neben unserer Fallenkarte zu verhindern, dass Joey uns angreift. Dann kann uns Jinzo wirklich egal sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Da ist Jinzo. Nicht meine Motte. Bitte nicht meine Motte. Greif irgendwas an, nicht, bloß nicht die Motte. Das Schöne ist, dass Jinzo auch verhindert, dass Joey Fallenkarten aktivieren kann. Nein! Meine Motte. Das kriegst du zurück, Wheeler. Hier. Das war ein Fehler, ne? Das war ein Fehler. Jetzt geht das alles nach hinten los hier. Müssen wir hoffen, dass er nichts hat, um Jinzo aufzupowern. Dann können wir nämlich in der nächsten Runde mit unserer Insektenkönigin Jinzo zerstören und unsere Fallenkombo ist wieder aktiv. Oder er macht es selber. Weil er ein Idiot ist. Jetzt kann er uns nämlich wieder nicht mehr angreifen. Gott, ist das ein Idiot, ey. Ja, ich würde mal sagen, dann räumen wir jetzt mal das Spielfeld auf. Zack. Und dann kann der Kakerlakenritter wieder im Angriffsmodus auf das Feld. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Und soweit ich weiß, hat er nur den einen Jinzo.
ich hätte angreifen können, ne? Ah, da ist der Parasitenparasit. Und wir haben gewonnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Es war nicht ganz so aufgegangen, wie ich es haben wollte, dass er Jinzu auch in der einen Runde zieht, wo er mir noch die Beschwörung meiner ultimativen Riesenmotte verhindern kann. Das war schon ein bisschen bitter, gebe ich ja ganz offen zu. Aber was soll's, wir haben trotzdem gewonnen. Babydrache Fusionsset als Deckrezept erhalten. Gearfried der Eisenritter, Garusis und Alligator Schwert als Karten bekommen und 1000 Duellpunkte. Ja, und ein weiteres Umkehrduell geschafft. Wie ihr hier seht, ich habe bisher sämtliche Umkehrduelle gewonnen, die machbar waren. Wir sind zu 71,4% durch die klassische Serie durch und zu 14,2% durch das Spiel. Ja. Da steht uns noch einiges bevor. So, kaufen wir noch ein paar Yugi-Karten. Wir haben noch ein paar Minuten in der Folge. Da ist wieder das Siegel von Orichalkos. Sehr schön. Ne, alle Monster erhalten 500 Angriffspunkte. Das Siegel kann einmal nicht durch einen Karteneffekt zerstört werden. Und solange ich zwei oder mehr Monster in offener Angriffsposition habe, kann das Schwächste meiner Monster nicht angegriffen werden. Das soll so ein bisschen simulieren, diese zwei Reihen an Monstern, die das Siegel von Orichalkos in der Serie ermöglicht. Man kann nur ein Siegel von Orichalkos pro Duell aktivieren und wir können keine Spezialbeschwörung von unserem Extra-Deck durchführen. Das soll symbolisieren, dass das Siegel halt verhindert, dass irgendetwas rein oder rauskommt. Das Extra-Deck ist quasi außerhalb des Duells. Deswegen hat man da keinen Zugriff drauf. Im Großen und Ganzen eigentlich sehr nett. Gefällt mir. Andro Sphinx, ja, die ist aus dem Film. Das ist eine von Anubis-Karten. Das andere sind Bikuribox, ist eine Pegasus-Karte. Grober Clown ist eine Bones-Karte. Und Gamma und der Schweigsame Magier sind Yugi-Karten. So, was kriegen wir hier in der nächsten Fuhre? Noch einen mystischen Space-Typhoon. Metallisch reflektierender Schleim, das ist eine von Mareks Karten. Und dann habe ich dann auch irgendwie Gal Gravitationsachs gesehen, das ist eine von Raphaels Karten. Was mich wieder sehr traurig macht, dass Raphael nicht in diesem Spiel ist. Da ist es nochmal, die Schwerkraftaxt. Yugi gegen Raphael war auch ein cooles Duell. Beide waren beide interessant. Dunkelglanzritter, den haben Yugi und Joey in ihrem Duell gegen die Big Five benutzt. Das ist eine Fusion aus dem schwarzen Magier und dem Flammenschwertkämpfer. Deckmaster-System, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, so als optionaler Spielmodus. Das war ja die virtuelle Welt mit Noah, die hatten ja, da gab es ja Deckmaster. Nur da müsste man ja entweder die Auswahl der Deckmaster limitieren oder verallgemeinern, was die für Fähigkeiten haben oder sonst irgendwas. Aber so prinzipiell fände ich das auch mal ganz interessant. 200 haben wir noch, können wir ins Deck vom Großvater investieren, vielleicht kriegen wir ja was Schönes. Rivalität der Kriegsherren. Kann bestimmte Decks auch ganz böse treffen. Denn jeder Spieler kann nur Monster von einem Typ kontrollieren. Alle anderen Monster gehen auf den Friedhof. Das heißt, Weevil hatte zum Beispiel kein Problem, weil Weevil hat sowieso nur Insekten. Aber Joey zum Beispiel oder Yugi mit ihren Mischmasch-Decks, die werden da ganz schön eingeschränkt. Gar nicht so verkehrt. Gut. Das soll dann aber Yu-Gi-Oh! Für heute gewesen sein. Sind doch tatsächlich zwei Folgen draus geworden, obwohl wir Weevil so schnell und effektiv in den Arsch getreten haben. Aber macht nichts. Und in der nächsten Folge treffen wir auf den Pantomimen ohne Willen. Und seine ägyptische Götterkarte. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.
Bis dann.